Heute bei RFH. Mehr Leistung, weniger CO2. Das neue BAKW geht in Betrieb. Inklusiv in Wort und Bild. Aktionsbündnis für Barrierefreiheit präsentiert neues Logo. Vom Nachwuchstalent zum Profikicker. Danny Versich schafft den Sprung bei Germania Halberstadt. Der Luchs im Harz. Auf den Spuren von Europas größter Wildkatze. RFH. Einfach näher dran. Mehr Leistung, weniger CO2. Das neue BAKW geht in Betrieb. Für rund 1,6 Millionen Euro sanierten die Wernigeröder Stadtwerke ihr Blockheizkraftwerk im Harzblick. Von außen sind kaum Geräusche wahrzunehmen. Umweltfreundliche Erzeugung von Elektroenergie und Wärme ist für Wernigerode als klimafreundliche Stadt ein Muss. Das ist natürlich für die Stadt Wernigerode ein guter Termin. Wir haben wieder einen Schritt nach vorn getan in der Wärme- und Energieversorgung unserer Stadt. Leistungsfähiges Stadtwerk hat investiert für die weitere Entwicklung der Wärmeversorgung und der Stromversorgung der Stadt. Kraft-Wärme-Kopplung in den Blockheizkraftwerken ist eine sehr moderne Technologie. Die trägt zum einen dazu bei, dass wir stabil Wärme und Strom produzieren können und zum anderen natürlich zur Verbesserung der Klima- und Umweltsituation in Wernigerode. Der CO2-Ausstoß wird reduziert, sodass ich glaube, dass es ein guter Schritt nach vorne ist für Wernigerode und dass wir letztlich auch mit unseren Stadtwerken gut aufgestellt sind. Es ist quasi die kleine Schwester des großen Kraftwerks am Kupferhammer. Die Arbeiten begannen bereits im vergangenen Jahr mit der Demontage der großen Motoren. Das BAKW war 20 Jahre ununterbrochen in Betrieb und technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Da das Gebäude relativ klein ist, war auch der Abtransport und die Anlieferung der neuen Motoren eine komplizierte und zeitraubende Angelegenheit. Zahlreiche Leitungen und Systeme wurden ebenfalls ausgetauscht. Das alte BHKW erzeugte rund 9 Millionen Kilowattstunden Wärme und 5,8 Millionen Kilowattstunden Strom. Der Wirkungsgrad betrug 85%. Eine Modernisierung war notwendig geworden. Aus zwei Gründen. Erstmal war die Laufzeit der Maschinen erreicht oder fast schon überschritten. Und zum anderen, weil wir an das Netz sehr viele neue Abnehmer angeschlossen haben und deswegen auch dringend auch eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit benötigten. Während der Sanierungsarbeiten gab es keine Versorgungsschwierigkeiten. Die beiden Wernigeröder Blockheizkraftwerke versorgen rund 18.000 Wohnungen mit Strom und 6.000 Haushalte sowie öffentliche Einrichtungen mit Fernwärme. Und der Bedarf ist weiter steigend. Die Auslastung muss man ein bisschen unterscheiden zwischen einem bestehenden Netz im Harzblick und der vor 4 Jahren neu gelegten Trasse Richtung Harzklinikum. Und an die neu gelegte Trasse wurden inzwischen insgesamt 8 Abnehmer angeschlossen und haben dort schon eine Auslastung von 61% erreicht. Das heißt also, die Trasse hat sich jetzt wirklich schon bewährt und wird dankend angenommen, inzwischen, wie gesagt, nicht nur vom Krankenhaus, sondern auch vom HKK und auch vom neuen ausgebauten Finanzamt, in dem sich jetzt eine Wohnanlage befindet. Nach einer gewissen Anlauf- und Probephase wird das BHKW nun zur Wintersaison offiziell den Medienvertretern vorgestellt. Gute Gründe sprachen für die Erneuerung des alten Blockheizkraftwerkes. In erster Linie natürlich, um die Versorgungssicherheit in Wernigerode zu erhöhen, um den Eigenerzeugungsanteil zu erhöhen, aber darüber hinaus auch aus Umweltschutzgründen, um sauber Strom und Wärme hier vor Ort zu erzeugen. Gern hätten die Stadtwerke die Kapazität der Anlage noch weiter erhöht, aber der Platz war begrenzt. Ein kleiner Anbau ergänzt nun das Gebäude. Es muss auch gewährleistet werden, dass die großen Motoren eventuell wieder einmal ausgetauscht werden müssen. Eine Etage wurde aufgesattelt, da die Motorhalle nach innen erweitert wurde. Die Türen zum Maschinenraum werden geöffnet. Bis auf den letzten Meter ist der zur Verfügung stehende Raum für Maschinen- und Schallschutz optimal ausgenutzt worden. Hier darf aufgrund der Lautstärke von 60 bis 80 Dezibel nur mit Ohrenschutz gearbeitet werden. Da die Schalldämmung sehr gut ist, wird genau registriert, wenn sich die Türen wieder schließen.
Das neue BHKW erzeugt 4 Millionen Kilowattstunden Wärme und rund 3,7 Millionen Kilowatt Strom, mehr als das alte. Der Wirkungsgrad hat sich dank neuer Technologien auf 92% erhöht und der CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde ist gesunken. Das ist unter anderem auf die 2 Abgaswärmeaustauscher zurückzuführen. Überwacht wird die vollautomatische Anlage auch dank neuer Software von der Leitstelle am Kupferhammer aus. Der Winter kann kommen, die Stadtwerke sind gerüstet und das mit neuer, umweltfreundlicher Energieerzeugung. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Der Freitag wird endlich wieder schöner und ist nicht vergleichbar mit den vorherigen Tagen. Bereits am Morgen zeigt sich bei leichter Bewölkung der Sonnenaufgang bei 4 Grad. Im weiteren Tagesverlauf bleibt die Sonne präsent bei Höchsttemperaturen von 6 Grad. Zum Abend wird es kühler und ein wenig windiger. Der Himmel bleibt weiterhin leicht bewölkt. In der Nacht lassen sich dann vielerorts Mond und Sterne bei 1 Grad bewundern. Der Samstag wird ähnlich mit Höchstwerten bis 3 Grad. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. AOK-Versicherte haben's besser, denn sie zahlen weniger. Jetzt zur günstigen Krankenversicherung aus Sachsen-Anhalt wechseln. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.besserhaben.de. AOK, die Gesundheitskasse. Willkommen in der Adventsstadt Quedlinburg. Auch in dieser Woche bietet der schönste Weihnachtsmarkt der Harzregion ein abwechslungsreiches Angebot. Am Freitag um 19 Uhr stehen die Rainbow Singers mit weihnachtlichen Gospel-Songs auf der Bühne und am Samstagabend um 19 Uhr sorgen die Halberstädter Stadtbläser mit einem breiten Programm von Weihnachtsliedern bis Swing für gute Unterhaltung. Auch der lebendige Adventskalender öffnet jeden Tag ein Türchen und hält viele Überraschungen für groß und klein bereit. Am Wochenende freuen sich 19 Höfe beim beliebten Advent in den Höfen auf zahlreiche Besucher. Kunsthandwerker bieten ihre Produkte an und natürlich ist auch für Glühwein, Schmalzgebäck und vieles mehr gesorgt. Besuchen Sie den Quedlinburger Weihnachtsmarkt täglich von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags sogar bis 22 Uhr. Bitte nutzen Sie möglichst die Bahn zur Anreise. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le car, le caractère. Citroën. Yippie, yippie, yippie! Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Fantasievolle Geschenke, die wirklich Freude machen. In der Geschenkboutique von Möbel Müller in Thale. Weihnachten kann kommen mit den tollen Deko-Ideen von Möbel Müller. Setzen Sie zu Hause feierliche Akzente und lassen Sie Ihre Kreativität freien Lauf. Möbel Müller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Yippie, yippie. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied.
Erleben Sie jetzt fantastischen Sound im neuen Dolby Atmos Studio. Exklusiv bei E.P. Schubinski in Quedlinburg. Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sb-blankenburg.de. Inklusiv in Wort und Bild. Aktionsbündnis für Barrierefreiheit präsentiert neues Logo. Seit 2014 arbeitet das Aktionsbündnis mit dem Namen Landkreis Harz inklusiv daran, das Leben für Menschen mit Behinderung in der Region ein Stück einfacher zu machen. Und nun ist auch der Auftritt nach außen endlich perfekt. In einem Wettbewerb sollten die Schüler des Fachbereichs Gestaltung der berufsbildenden Schulen Quedlinburg ein Logo für das Aktionsbündnis entwerfen. Der Entwurf von Josephine Kriegel machte letztendlich das Rennen und wurde nun auf der jährlichen Vollversammlung im Halberstädter Rathaus der Öffentlichkeit präsentiert. Ihr Gestaltungslehrer André Seifert erklärt, was ein wirklich gutes Logo ausmacht. Von dem bekannten Designer stammt der Satz, ein Logo ist dann gut, wenn man es mit dem großen C in den Sand kratzen kann. Ein gutes Logo ist prägnant von der Form her. Und hat Elemente, die den Zweck des Logos, das, was es präsentieren soll, wiedergeben. Und das schaffen fast alle die Entwürfe hier. Deswegen muss es wohl auch sehr schwer gewesen sein, eine Auswahl zu treffen. Bei der Entwicklung des besten Logos wurde aber nicht einfach drauf losentworfen und gezeichnet. Der Vorsitzende des Aktionsbündnisses, Detlef Eckert, erinnert sich, wie die Zusammenarbeit ihren Anfang nahm. Wir haben ja eine ordentliche Ausschreibung gemacht mit Kriterien. Wir waren auch in der Schule, beziehungsweise in der berufsbildenden Schule und haben dort unsere Gedanken und Vorstellungen vorgelegt und waren überrascht, mit welchen Ideen und mit welcher Kreativität die jungen Leute dort versucht haben, unsere Vorgaben umzusetzen. Entstanden sind dabei 11 Entwürfe, von denen es letztendlich 3 in die engere Auswahl geschafft haben. Am Ende fiel die Wahl mit knapper Mehrheit auf den Entwurf von Josephine Kriegel. Es ist erstmal sehr deutlich, es arbeitet wenig mit Bild. Das ist bei anderen Entwürfen sehr viel stärker vertreten. Und es macht die Verbindung zur Gegend bzw. die regionale Verbundenheit sehr deutlich durch den stilisierten Brocken. Außerdem wirkt es durch den Bogen ziemlich dynamisch. Und die Vielfalt, die Inklusion und inklusives Leben ja bedeutet, wird durch die farbige Schrift deutlich gemacht. Das ist bei anderen Logos halt durch farbige Flächen, viele farbige Punkte oder so der Fall. Ganz wichtig bei dem Logo ist, dass es in der starken Verkleinerung, zum Beispiel für Stempel, für Briefpapier etc., Sticker und so weiter, noch sichtbar ist und wirkt. Und das bringt das hier sehr deutlich auch zum Ausdruck. Und wenn Sie das dann zeigen, dann sieht man das auch aus der Ferne noch als prägnante Form. Auch wenn es Ihr Entwurf am Ende nicht geworden ist, so haben die übrigen Teilnehmer keinen Grund, enttäuscht zu sein, weiß Uwe Witzak vom Aktionsbündnis. Die Schule bekommt im Fachbereich Gestaltung einen Scheck im Wert von 300 Euro. Jeder Schüler, der sich an dem Wettbewerb beteiligt hat, ich denke mal, das ist wichtig für die Bewerbungsmappen, bekommt ein Zertifikat, was wir extra dafür angefertigt haben, ein Teilnahmezertifikat. Sich mit einer passenden Wort-Bild-Marke zu präsentieren, wie das Logo im Fachjargon heißt, war nur ein Ziel des Aktionsbündnisses. Zukünftig stehen viele weitere Themen auf der Agenda. Nach wie vor haben wir auch im Landkreis überproportionale Arbeitslosigkeit, während die Arbeitslosigkeit bei den Menschen, die keine Beeinträchtigung haben, zurückgegangen ist, ist sie bei uns gleich geblieben bzw. weiter gestiegen, sowohl absolut als auch anteilig. Zweiter Punkt wäre schrittweise überall, das ist ein Jahrzehnteprogramm,
Barrierefreiheit herzustellen. Barrierefreiheit, das heißt, dass man überall hineinkommt. Einfach hineinkommt und, das ist das entscheidende Kriterium, nicht nur hineinkommt, sondern selbstständig hineinkommt. Also ohne große fremde Hilfe. Weil oft wird man darauf aufmerksam gemacht, na, wir würden sie doch die 3 Stufen hochtragen. Das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen allein die entsprechenden Zugänglichkeiten und entsprechend die Barrierefreiheit sichern. Und hat er auch einen Hintergrund, wenn man die demografische Entwicklung betrachtet, gilt das nicht nur für Menschen mit Beeinträchtigung, sondern auch und gerade für ältere Menschen. Das Aktionsbündnis Landkreis Harz inklusiv ist nach eigenen Angaben ein Zusammenschluss von Vertretern aus Vereinen, Selbsthilfegruppen, Institutionen und Verbänden sowie Privatpersonen, die sich in 6 Arbeitsgruppen für Barrierefreiheit engagieren. Mein Traum war es eigentlich schon immer, als kleiner Junge Fußballprofi zu werden. Aber es ist nicht so, dass ich mit aller Macht jetzt mit Fußball mein Geld verdienen will. Ich bin Danny Werse, ich bin 21 Jahre alt, geboren in Wernigerode, wohnhaft seit klein auf schon in Heimburg, einem kleinen Örtchen, 50 Kilometer hier von Halberstadt entfernt. Ich spiele Fußball hier bei Germania Halberstadt seit 2011. Und es hat dann auch so angefangen auf Bolzplatz, hobbymäßig Fußball gespielt, beim Blankenburger V angefangen. Bis ich dann 2007 zum Sportgymnasium nach Magdeburg gehen konnte, wo ich natürlich meinen Traum dann verwirklichen wollte. Hat zwar nicht ganz so geklappt, dann bin ich 2011 wieder nach Halberstadt zurückgekommen. Hab hier in der B-Jugend wieder angefangen und hab dann auch relativ schnell nach einem Jahr in der Jugend im Männerfußball reinschnuppern dürfen. Sodass mich dann Willi Kronert im Winter, also im Januar 2013, in die erste Mannschaft hochgezogen hat. Und seitdem spiele ich halt hier Fußball. Germania Halberstadt ist die Fußballspitzenmannschaft im Harz. Hinter Magdeburg und Halle gilt der Traditionsclub als treibende Kraft in der Nachwuchsgewinnung. Viele junge Talente aus der Region nutzen den Verein als Karrieresprungbrett ins bezahlte Profigeschäft. Dafür braucht man viel Leidenschaft, einen eisernen Willen und Kompromissbereitschaft im privaten Umfeld. Also während meiner Jugend musste ich natürlich viele Abstriche auch in der Freizeit machen. Schule, Ausbildung, Fußball, alles nebenbei noch, ist natürlich der Tag ausgefüllt. So dass ich wenig Freizeit habe, aber da es halt schon immer mein Leben ist und ich Fußball gerne spiele, für mein Leben gerne spiele, nehme ich halt das auch in Kauf. Von dieser Einstellung ist auch Cheftrainer Andreas Petersen absolut begeistert. Der erfahrene Coach passt hervorragend in das Konzept des Ausbildungsvereins und hat ein geschultes Auge für talentierte Spieler. Ich habe in denen immer schon was gesehen, wo man sagt, das ist ein Junge aus der Region, der schon gefühlt 30, 40 Regionalligaspiele hat für das Projekt Aufstieg eventuell anzugreifen. Ist das jemand, der Herz hat, der Leidenschaft hat, ihm verkörpert dieser Teamgeist. Er ist ein ganz fleißiger, ebenerdiger, vielleicht manchmal zu ruhiger Junge gegenüber seiner Figur. Er ist ja ein richtiges Tier eigentlich, ist er vom Verbalen her noch ein Tuck zu ruhig. Aber ein toller Junge, der sich hier einbringt, toller Typ, der alles rausholt, der verschiedene Positionen hier schon auffüllen müsste und ersetzen musste. Und das macht er also mit einer tatenlosen Einstellung. Danny ist mittlerweile angekommen im Team. Er bekommt regelmäßige Einsätze in der Startelf und war in dieser Spielzeit auch schon als Torschütze erfolgreich. Idole in den eigenen Reihen, aber auch darüber hinaus motivieren ihn, am Ball zu bleiben. Also mein Vorbild ist halt schon seit klein auf Toni Kroos. Ich finde einfach das Spiel, wie er das Spiel spielt, die Pässe, diagonal, Kurzpassspiel, ist einfach überragend, wie er das alles macht. Ist auch natürlich auch so, weil es auch meine Position halt von klein auf war, zentrales Mittelfeld, die spielt er ja auch. Und weiterhin habe ich natürlich auch mit dem Sprung in die Männermannschaft hat man sich natürlich auch an anderen Spielern hochgezogen. An Teamkollegen, zum Beispiel Philipp Schubert, war da für mich auch ein sehr großes Vorbild innerhalb des Teams. Weil wie er es einfach gemacht hat, wie er die Mannschaft geführt hat, war überragend. Nach seinem Entschluss, die Sporthochschule in Magdeburg wieder zu verlassen, sprachen 1, 2, 3 Gründe für eine Rückkehr nach Halberstadt. Aufgrund der regionalen Verwurzung. Erstmal wohne in Heimburg, 15 Kilometer entfernt. Das ist natürlich 15 Minuten bin ich hier, ruckzuck bin ich da. Dann sind natürlich damals, als ich nach Magdeburg gewechselt bin, sind meine ganzen Freunde aus dem Jugendbereich, oder die meisten zumindest, nach Halberstadt hier in die Jugend gewechselt.
sodass natürlich dann nachher, als ich von Magdeburg wieder zurückgekommen bin, nur einen Verein gab, Germania Halberstadt. Ja, und weiterhin sehe ich halt hier auch im Verein das größte Entwicklungspotenzial, gerade für junge Spieler. Das ist der Verein, der hier am höchsten spielt im ganzen Harz. Und von daher sehe ich auch hier die größten Chancen, mich weiterzuentwickeln. Also eigentlich denke ich, dass es mit dem Fußball, das für das ganz große Geschäft bei mir nicht mehr reichen wird. Wenn es natürlich so kommen sollte, was man halt nie voraussehen kann, würde ich es natürlich gerne annehmen. Ich würde die Herausforderung sehr gerne annehmen. Aber natürlich habe ich nebenbei noch mit der Ausbildung mein zweites Standbein. Und das hilft mir auch dabei, halt bodenständig zu bleiben. Also ich verlasse mich auf jeden Fall nicht voll und ganz auf den Fußball. Mit viel Willensstärke und Bescheidenheit geht der junge Mittelfeldakteur seinen Weg beim VfB Germania Halberstadt. In Sachsen-Anhalt gibt es viele junge, talentierte Fußballer, die den Sprung ins Profigeschäft schaffen können. Einer davon ist Danny Versich. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Auch im Sachsen-Anhalt-Derby gegen Askania Bernburg konnten die Halberstädter erneut drei Zähler mitnehmen. Nach leichten Startschwierigkeiten und dem 0:1 Rückstand drehte Germania vor heimischem Publikum das Spiel und gewann am Ende mit 3:1. Damit hat sich der VfB vor dem Spitzenspiel in Leipzig ein kleines 4-Punkte-Polster verschafft und bleibt weiterhin souverän an der Tabellenspitze. Für die Bernburger hingegen wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner. Zum absoluten Gipfeltreffen der Oberliga Süd kommt es dann jetzt am Sonntag. Der VfB muss nämlich zum direkten Verfolger Chemie Leipzig. Mit einem Sieg können die Germanen ihre Favoritenrolle weiter festigen und sogar einen deutlichen Vorsprung herausspielen. Der Anstoß im Alfred-Kunze-Sportpark erfolgt um 13 Uhr. Das wird mit Sicherheit eine spannende Begegnung. Veranstaltungen im Harz. Alle Jahre wieder versprüht der historische Marktplatz in Blankenburg Vorfreude pur beim traditionellen Sterntaler Weihnachtsmarkt. Freuen Sie sich auf viele kulinarische Köstlichkeiten, einmalige Handwerkskunst sowie ein abwechslungsreiches Kulturprogramm mit Live-Musik. Vereinsabend, Firmenabend und Christmas Party sind die Höhepunkte. Auf die Kinder warten verschiedene Bastelangebote zum Mitmachen, Naschereien und ein liebevoll gestalteter Märchengang. Eröffnet wird der Sterntaler Weihnachtsmarkt am 9. Dezember um 17 Uhr mit einem festlichen Gemeinschaftskonzert in der Bartholomäuskirche. Machen Sie mit bei der Spur der Sterne und gewinnen Sie einen von 12 attraktiven Preisen. Auf jeden Fall aber eine kleine Überraschung. Genießen Sie die vorweihnachtliche Stimmung in der Blütenstadt und besuchen Sie den romantischen Sterntaler Weihnachtsmarkt noch bis zum 18. Dezember. Weihnachten auf dem Dorfe. Am 3. Dezember ist es wieder soweit. Beim 5. Westerhäuser Weihnachtsmarkt trifft sich jung und alt bei Schokoäpfeln, Schmalzkuchen, Glühwein, Nönnchen und vielen Leckereien auf dem Gelände der Feuerwehr. 15 Uhr geht's los, dann fiebern die Knirpse der Kita Kuckucksberg wieder ihrem Auftritt entgegen. Tombola, Bastelstraße und Verkaufsstände laden zum Stöbern ein und hier gibt's auch die neuen Kalender von Westerhausen und der örtlichen Feuerwehr. Bis 22 Uhr ist für vorweihnachtliche Stimmung gesorgt. Darum kommt alle am 3. Dezember zum Westerhäuser Weihnachtsmarkt. Denn für den Trubel in den Städten habt ihr ja dann immer noch Zeit. Lecker und regional auch im Advent. Am 11. Dezember bietet der Weihnachtsmarkt im Hofladen und auf dem Landgut Klamrott in Westerhausen wieder zahlreiche Leckereien aus eigener Herstellung und Produkte aus der Umgebung. Freuen Sie sich auf Wurst- und Fleischköstlichkeiten, Milchprodukte sowie Käsespezialitäten aus eigener Produktion. An den Ständen und in der beheizten Feierscheune warten weitere Leckereien, Eierlikör, Wein und Glühwein. Kunstschmied, Glasbläserin und Filzhandwerk präsentieren sich live.
alle Interessierten und Freunde des guten Geschmacks und natürlich auch die Kinder sind herzlich eingeladen. Na klar, der Weihnachtsmann kommt auch. Besuchen Sie den Hofladen auf dem Landgut Klamroth in Westerhausen und erleben Sie den Weihnachtsmarkt am 11. Dezember von 11 bis 19 Uhr. Erleben Sie märchenhafte Weihnachten in Halberstadt. Noch bis zum 22. Dezember lädt der Weihnachtsmarkt am Rathaus wieder alle Freunde von Glühwein, funkelnder Beleuchtung und Besinnlichkeit zum Bummeln und Genießen ein. Neben der riesigen Spieluhr präsentieren die stimmungsvoll geschmückten Stände zahlreiche Geschenkideen und viele kulinarische Köstlichkeiten. Bunte Weihnachtsaktionen sowie das kulturelle Rahmenprogramm mit Live-Musik und vieles mehr runden das Angebot ab. Auf die kleinen Gäste warten die nostalgische Kindereisenbahn sowie der Märchenwald mit verschiedenen Szenen und auch der Weihnachtsmann kommt regelmäßig zu Besuch. Das alles und die weihnachtliche Atmosphäre stimmen Vorfreudegenießer garantiert auf das Fest ein. Und alle, die nicht genug von der Weihnachtsstimmung kriegen können, sind am 25. Dezember in der Mehrzweckhalle Harsleben an der richtigen Adresse. Beim traditionellen Weihnachtstanz könnt ihr wieder ausgelassen feiern und bis in die Morgenstunden das Tanzbein schwingen. Die gute gastronomische Versorgung sowie der bunte Mix aus 80ern, 90ern und den besten Songs von heute sorgen erneut für viel Spaß und gute Laune. Jetzt Tickets sichern für die Silvesterkonzerte des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode. Lassen Sie das Jahr 2016 mit einem musikalischen Feuerwerk zu Ende gehen. Gemeinsam mit seinem Ensemble sorgt Musikdirektor Christian Fitzner mit Sopranistin Viktoria K. aus Wien und Bariton Dietmar Sander aus Hannover für einen beschwingten und spritzigen Jahresausklang. Tickets für die Konzerte am 30. und 31. Dezember erhalten Sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. 2016 geht, 2017 kommt und das muss gefeiert werden auf der All-Inclusive-Silvesterparty in der Mehrzweckhalle Harsleben. Rutschen Sie zusammen mit Liveband und DJ ins neue Jahr und genießen Sie den einzigartigen Blick auf Halberstadts Feuerwerk und Lichterspiel. Einmal zahlen und nach einem Begrüßungsgetränk erwarten Sie ein köstliches Buffet, Live-Musik, Longdrinks von der Cocktailbar und beste Unterhaltung bis tief in die Nacht. Tickets und Vorbestellungen gibt es unter der eingeblendeten Telefonnummer. Der Lux im Harz. Auf den Spuren von Europas größter Wildkatze. Wer sich über die vom Aussterben bedrohte Katze informieren möchte, ist im Besucherzentrum in Bad Harzburg an der richtigen Adresse. Das Haus der Natur bietet mit seiner interaktiven Erlebnisausstellung auf rund 400 Quadratmetern Informationen rund um die Pflanzen- und Tierwelt des Harzwaldes. Erleben Sie die Natur mit allen Sinnen. Hören Sie das Röhren des Hirsches. Ertasten Sie Gegenstände, lernen Sie Hölzer unterscheiden. Stellen Sie Ihr Wissen unter Beweis und schauen Sie in Deutschlands größtem Ameisenformikarium den fleißigen Tieren bei der Futtersuche oder beim Nestbau zu. Sie erfahren hier auch das Neueste zum Lux-Projekt des Nationalparks. Filme und Anschauungstafeln informieren Sie über die Lebensgewohnheiten der größten Wildkatze Europas. Wer einen lebenden Lux sehen möchte, kann zum Gehege an der Rabenklippe wandern oder einen Teil der Strecke mit der Burgbergseilbahn zurücklegen. Von April bis November fährt auch ein Bus direkt von Bad Harzburg zu den Rabenklippen. In der Nationalparkgaststätte mit dem herrlichen Ausblick können Sie sich stärken, bevor Sie dann mittwochs oder samstags jeweils um 14.30 Uhr an der Schaufütterung der Luchse teilnehmen. Das Luchsgehege wurde aus dem einfachen Grund angelegt, um den Menschen hier im Harz und Harzer Umgebung die Angst zu nehmen vor dem Luchs. Wir Menschen haben die Eigenschaft, was wir nicht kennen, schützen wir auch nicht. Und was wir kennen, das schützen wir. Und durch dieses Gehege haben viele Menschen hier im Harz den Luchs kennengelernt und mittlerweile ist er im Harz ein Sympathieträger geworden. Wer bewohnt das Gehege und woher kommen die Luchse?
Das sind jetzt einmal Ellen und Alice, die kommen aus München-Gladbach. Der Paul kommt aus Bielefeld. Dann ist die Pamina als Handaufzucht hier. Und der Tamino kommt aus Finnland ab und war ursprünglich vorgesehen für das Luchs-Auswilderungsprojekt. Allerdings im Auswilderungsgehege hat sich herausgestellt, dass er dafür nicht geeignet ist. Und aus diesem einfachen Grund kam er dann hierher. 200 bis 400 Schaulustige stehen dicht gedrängt hinter der Absperrung. Wenn Ralf Wojtisek über die Luchse erzählt und dann in die Kiste greift, um sogenanntes Fallwild zum Verfüttern ins Gehege wirft. Das ist das Wild, was vom Auto totgefahren worden ist. Oder Wild, was von der Jagd nicht verkauft werden kann. Und wenn das nicht ausreicht, wird eben noch Rindfleisch dazu gefüttert. Am Gehege erhalten die Besucher zahlreiche Informationen über die Luchse und können die Tiere aus nächster Nähe betrachten. Viele von ihnen haben noch nie Europas größter Wildkatze so in die Augen geschaut. Also ich finde es eher süß und ich fand es auch interessant, weil man halt sowas halt nicht jeden Tag sieht. Also ich hatte die schon mal im Zoo gesehen und ich habe jetzt dazugelernt, wo die herkommen, wie die leben. Also ich fand es sehr spannend, so zu sehen, wie die sich so annähern an Menschen und so. Also ich fand es echt gut. Hier sind die Luchse hinter Gittern. Dank des im Jahr 2000 erfolgreich gestarteten Luchsprojektes wurde Europas größte Raubkatze gezielt in den Harzer Wäldern ausgewildert. Es hat sich seit dem Jahr 2000 eine ganze Menge getan. Damals wurde tatsächlich der erste Luchs im Harz nach 200-jähriger Abwesenheit hier ausgewildert. Insgesamt sind 24 Luchse bis zum Jahr 2006 in die Freiheit entlassen worden. Und daraus hat sich eine wirklich vitale Luchspopulation hier in unserem Mittelgebirge gebildet, die seit dem Jahr 2002 auch jährlich Nachwuchs produziert. Und ja, der Harz ist der Ursprung der Luchse, aber nicht mehr die alleinige Heimat, denn mittlerweile sind die Tiere tatsächlich rausgegangen aus dem Mittelgebirge, haben sich Lebensräume erobert, die zum Teil weit außerhalb des Mittelgebirges liegen. Also kann man sagen, das Luchsprojekt Harz ist bis zu diesem Zeitpunkt ein voller Erfolg und wir hoffen, dass es so weitergeht und der Luchs vielleicht auch noch Anschluss findet an andere Luchsvorkommen, die es ja durchaus in Deutschland gibt. Sei es der Bayerische Wald oder, wie jetzt gerade begründet, eine neue Population im Pfälzerwald. Luchse sind seltene und nachtaktive Tiere und so kaum in der freien Natur vom Menschen zu beobachten. Wir machen sogar ein sehr intensives Fotofallenmonitoring. Was heißt das? Wir wollen tatsächlich wissen, wie viele Luchse gibt es eigentlich im Harz. Und daher platzieren wir ganz systematisch Kameras, automatische Kameras im Wald in relativ großer Stückzahl. Wir haben dann in der Regel so 60 bis 70 Kameras im Einsatz. Und damit fotografieren wir tatsächlich Luchse, auch andere Tiere, aber eben Luchse. Wir können die Tiere anhand ihrer Feldzeichnung voneinander unterscheiden und haben damit beste Möglichkeiten, mittels statistischer Verfahren die Anzahl der Tiere hier im Mittelgebirge zu bestimmen. 40 bis 50 ausgewachsene Luchse leben zurzeit im Harz und viel mehr werden es wahrscheinlich auch nicht werden. Seit einigen Jahren wird beobachtet, dass im Harz geborene Luchse später abwandern und sich andere Gebiete erschließen. Der Luchs ist zurück. Er ist in den Harzer Wäldern wieder heimisch geworden. Das Halberstädter Küchenstudio mit dem besonderen Service. Individuelle Beratung, professionelle Planung, zuverlässige Montage. Ihr Küchentraum wird Wirklichkeit. Das Küchenstudio Spiegelstraße präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps. Am Samstag öffnet das Wernigeröder Harzklinikum die Türen für die Besucher. In der Klinik für Strahlentherapie wird unter anderem der modernste Linearbeschleuniger der Region vorgestellt. Am zweiten Adventswochenende wird der Schlosshof des Blankenburger Schlosses wieder festlich erstrahlen. An allen drei Tagen gibt es ein buntes Treiben an verschiedenen Verkaufsständen auf dem Schlosshof, im Schloss und drumherum. Der Eintritt ist frei.
In der Weihnachtszeit haben die Innenstadtgeschäfte in Wernigerode am 4., 11. und 18. Dezember geöffnet. Dann heißt es jeweils von 13 bis 18 Uhr einkaufen am Adventssonntag. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige.